Hallo und herzlich willkommen zu einer seit längerem, ich weiß, mal wieder neuen Ausgabe von Kauf mein Krempel. In der heutigen Ausgabe von Kauf mein Krempel geht es um, ich glaube, den habe ich schon mal vorgestellt, aber ist egal, Fridolin, meinen Riesenteddy. Der sitzt momentan auf dem Bett. Und den möchte ich euch jetzt zeigen. Viel gibt es zu dem nicht zu erzählen. Von daher, jetzt kommt er. So, also, ich hoffe, das Licht ist hell genug. Das ist Fridolin, mein Riesenteddy. Der Boden sieht ein bisschen dreckig aus, aber ist egal. So. Der Fridolin ist von eboplüsch.de, Ebo Plüschtiere, natürliche Zeichen, die irgendwelche EU-Dings, Bums, was auch immer, auf jeden Fall ein Markenzeug. Ich habe neu, ich glaube, 90 € dafür gezahlt. Vorlesen brauche ich es nicht, ich glaube, ihr könnt selbst lesen. Der Euro-Sicherheitsnorm entsprechen, keine Giftstoffe, Sicherheitsaugen, schwer entflammbar, speichelecht, etc. Das Ding kann man sogar in die Waschmaschine schmeißen, bei 30 Grad, wie man hier oben sehen kann. Na, komm, mach scharf. Egal. Auf jeden Fall, man kann den bei 30 Grad reinschmeißen. Ich lege den Fredo jetzt mal aufs Bett. Ich habe, um zu den Daten zu kommen, ein Doppelbett mit insgesamt 2 Meter mal 1,80. Und da das hier 2 Meter sind, sieht man, dass der Frido circa eine Größe von 1, ja, weiß ich nicht, 40, 50 hat. Also im Liegen. Ein Gewicht von ca. 6 Kilo. Und er soll aus Platzgründen raus. Geliefert wird er nicht. Der muss selbst abgeholt werden. Da Liefern einfach zu teuer ist und das Ding sonst keiner kaufen würde. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, aus Platzgründen muss er weg. Jetzt drehen wir den nochmal um, sodass man ihn von hinten sieht. Hier am Ärschelchen sieht man noch mal so ein kleines Schild. Ob man das auf dem Video sehen kann, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Ja, das ist der Friede von hinten. Das bin ich. Euer GMP 15912. Man hört sich, sieht sich, schreibt sich, liest sich, wie auch immer. Man sieht sich bei der nächsten Ausgabe von Richtig! Kauf mein Krempel.